Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt's gelesen, es geht endlich los. Wir machen eine super tolle Reise. 3,5 Wochen wollen wir richtig was erleben. Gerade die letzten Daten hier eingetragen in unserem Fahrtenbuch, also sprich, was wir an Sprit verbraucht haben. Genau. Und ja, jetzt geht's los und wir sehen uns wieder, wenn wir in Rostock angekommen sind. Genau, die Fahrt, die ersparen wir euch nämlich. Also, was gibt's jetzt erstmal zu sehen? Das Intro. Also, bis gleich dann in Rostock. ANGE kommen! Genau, wir sind angekommen. Genau, hat alles funktioniert? Dank unserer Vorhut. Genau, hier schon mal ein paar Würstchen, sieht man nicht so wirklich. Das haben sie aber auch nicht, das hat damit nichts zu tun. Nein, wir stehen am Kai-Gedächtnisplatz. Ja, könnte man so sagen, ne? Richtig. Und richtig gut voll, also wir haben gerade so Glück gehabt, weil hier ein Autofeuer stand. So, da konnten wir nochmal gerade so halt das Glück genießen, dass wir uns auch hier hinstellen können. Neben uns steht der Pepper. Genau, sogar direkt neben uns, haben wir uns auch nicht erträumen lassen. So können wir auch immer genau hören, was da für Sachen ja, rausgemacht haben. Da wird schon wieder erzählt. Nee, wir werden jetzt uns noch was zu essen machen. Also hier gibt es heute nichts mehr Großartiges. Genau, das soll auch alles noch nicht das Wörtliche sein. Richtig. Morgen früh, 5.45 Uhr heißt es für uns aufstehen. Das heißt, der Nachbar wahrscheinlich dann schon auf 4.30 Uhr. Genau, und dann geht's rauf auf die Fähre. Wir wollen nämlich nach Schweden. Genau, nach Trelleborg. Aber das gibt's erst morgen. Jetzt essen wir was. Und ja, so viel erstmal zum Intro und jetzt zum kurzen Ankommen. Hunger, genau. Ne? Hunger. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wundert euch nicht, dass ihr so nicht so ganz sitzt. Ja, es ist auch noch früh. Die Sonne geht da hinten beinahe auf. Ja, aber es ist wie es ist. Wir haben es jetzt, sage und schreibe, meine Uhr ist aus, so kurz nach 6. Ja. Und da steht hier unseres Schiffchen, unser Mecklenburg-Vorpommern, die macht gerade die Luke runter, damit die erstmal abhauen, die aus Schweden schon wieder zurück sind. Keine Ahnung, war jetzt das Wetter so? Jetzt fahren die erstmal zurück oder raus und dann dürfen wir irgendwann drauf. Mal sehen wann. Genau, wir stehen in 1, 2, 3, 4, 5 in ungefähr 15. 20. Position. Genau. Und ja, man konnte gut übernächtigen. Ich bin schon am Arsch voll mit Mückenstichen. Das fängt schon zu baden. Ja, noch nicht mal in Schweden angekommen, schon Mückenstiche. Aber so ist das, da kann man sich so langsam vorbereiten. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Rucksack packen, damit wir was auf der Fähre haben. Und ja, so einiges machen wir noch und dann geht's los. Und das zeigen wir euch, wenn wir auf die Fähre fahren. Eine Odyssee durch den Urwald des LKWs. Ja. Aber wir haben es hochgeschafft und nachdem wir vergessen haben, unsere Karten fürs Frühstück, musste ich nochmal runter und dann haben wir noch eine schnellere Sache gefunden. Wir haben natürlich auch Frühstück vorher gebucht und deswegen haben wir Zettelchen in die Hand gekriegt. Aber die brauchen wir natürlich, weil sonst hätten wir nochmal 11 Euro bezahlen müssen, ist ja auch unsinnig. Ja, ihr hört den Lärm, es geht tatsächlich los. Genau, wir fahren jetzt gerade sozusagen vom Pier erstmal ab und dann gibt es gleich Gas und dann, schauen wir mal, was wir hier so alles sehen. Genau, also erstmal frühstücken wir und dann nehmen wir euch nachher mit raus. Eigentlich hätten wir jetzt gerne schon raus, aber wir wussten nicht, wie das mit dem Frühstück ist, deshalb sicherheitshalber, ne? Genau. Und jetzt frühstücken wir, guten Hunger und wir melden uns dann von oben wieder. Frühstück haben wir hinter uns gebracht. Das war lecker. Nein,
Also es ist jetzt kein Nobelfrühstück, aber es war vollkommen ausreichend. Ja, 11 Euro, wir haben das im Vorfeld schon mitgebucht, weil, 7.30 Uhr anfangen, dann denkt man nach, dann kann man Frühstück mitmachen. Vorhin war es auch einfach, das mitzubuchen und du hast Zettel in die Hand gedrückt gekriegt und die hast du dann einfach eingelöst, genau. Da und gut ist es. Also es ging gut. Also das Einzige, anscheinend sehen wir aus wie Truckfahrer, weil wir haben eine Eier- und Speckenvariation bekommen. Ey, alter Falter. Ganzer Teller vorher. Jeweils, also. Und zwar ein normaler, nicht so ein kleiner Frühstücksteller, so ein großer Teller. Aber wir können euch das mal einblenden, was ich hatte. Hast du ein Foto gemacht? Ja, ich habe ein Foto gemacht. Gut, ich habe nämlich kein Foto gemacht. Ja, und jetzt sind wir wieder fertig mit Frühstücken, sind jetzt nach ganz hinten gegangen. Da stehen sie, die ganzen Fahrzeuge. Aber nicht unsere. Unsere sind unter Deck. Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt geht es auch gerade vom Geruch her. Der Wind zieht gerade mal woanders hin, weil der Diesel ist ja hinten. Sonst würde man das stinken. Ja. Aber naja, ein bisschen sehen wir noch Rostock. Das können wir aber mit keiner Kamera, die wir gerade bei haben, euch zeigen. Deshalb müsst ihr das einfach selber mal erleben. Ja, und jetzt haben wir noch gut. Ich gucke mal auf die Uhr. Ein paar Stunden haben wir noch. 4 Stunden haben wir ungefähr noch. Und das stimmt gar nicht. 4,5 Stunden. Ja, und die werden wir vielleicht mit Uno oder Skippo oder was auch immer. Wir haben ein paar Spiele haben wir mitgenommen. Die Zeit werden wir schon nutzen. Die werden wir irgendwie hinkriegen. Jetzt werden wir die Aussicht genießen. Und Stefan macht noch einen Schwenk und genau. Dann gibt es entweder Szenen aus vom Schiff oder wenn wir wieder runterfahren. Wir werden sehen. Eins von beiden. Same old town. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest. My heart beats for you. I keep my arms out. Angekommen sind wir. Ja, wir sitzen noch auf der Fähre, aber schon im Auto. Das heißt, wir sollten schon zu den Autos uns begeben. Ja, haben jetzt eine Partie Skippo Phase 10 gespielt. Genau. Blenden wir euch ja gerade mal ein. Und ja, jetzt wollen wir auf einen Platz. Der ist hier in Trelleburg direkt, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt noch eine Kaffeepause machen, weil hier Mittagessen wollten wir nicht. Nee, und da werden wir nämlich ein schönes Stück Kuchen essen. Das haben wir uns genau. Schon gesagt. Und einen schönen Kaffee noch trinken und dann geht's. Dann gucken wir, wie viele Kilometer es heute noch geht. Genau, eigentlich haben wir ein paar Kilometer heute noch vor, aber das lassen wir uns einfach mal überraschen. So, jetzt gehen hier alle Motoren an, bis zum geht nicht mehr. Naja, unser Kollege, unser Geocacher aus Frankreich genau. Scheint noch nicht da zu sein, muss aber auch noch nicht. Ja, und dann würde ich sagen, zeigen wir euch auf jeden Fall Bilder von der Ausfahrt und ja. Und dann werden wir auch überrascht sein, wo es dann, wo wir dann landen, wie es da aussieht. Also von daher kennen wir ja auch noch nicht. Also ihr kommt mit. Bis dann. So, das erste Mal im Malibu. Genau, dass wir jetzt schwedischen Boden betreten. Na dann, wir sind live dabei. Testen. Ja, war gar nicht so schwer. Irgendwie so wie normal. Ne? Aber riecht's. Ja, etwas. Nach Fisch. So, und jetzt müssen wir was gucken. Und zwar, was hier gewisse Schilder bedeuten, damit wir das auch richtig können. Genau. Und netterweise gibt es da den Google-Übersetzer mit Bild. Und das werde ich jetzt machen. Ausprobieren. Und dann gibt es Kuchen. Schwiegermama ist schon am Vorbereiten. Da. Genau. So, erkannt haben wir, dass der Google-Übersetzer mit Fotografie überhaupt gar nicht funktioniert, weil er hat übersetzt 10 Tim mit 10 Tim. Aber netterweise googelt man dann einfach richtig und dann hat man schon mitbekommen, 2 Tim steht für 2 Stunden, wird ja wohl 10 Tim für 10 Stunden sein. Den Platz haben wir bei Park for Night gefunden, ist aber kein Schlafplatz, sondern wirklich nur ein Ausruhplatz in dem Sinne von ein kleines Picknick oder sowas. Genau, ich schüttel hier die Sahne, weil wir wollen nämlich heute Erdbeerkuchen essen, also... Muss er wieder die Sahne schütteln? Haben wir ja mal vor 3 Jahren mal gezeigt. Ja, so geht's auch, man braucht keinen Shaker oder sowas. Also hier so... Ja, man muss halt Mixer. Nur auf, oder lang genug schütteln, das dauert halt dann alles ein bisschen. Aber Vorsicht, irgendwann könnte's Butter geben. Ja, wenn du zu lange schüttelst, auf jeden Fall. Wir wollen keine Butter. So, jetzt gibt's den Erdbeerkuchen und wow, 7 Amperestunden.
kommt richtig gut was von oben rein. Ich würde sagen, wir können ja mal gucken, das sind dann wie viel Watt? Naja, 99. Aber bis zu 100 Watt hat man, 102 Watt. Ja. So, jetzt schüttelst du dir ein und also hier Sahne und dann der Dose. Gibt's Kuchen. Genau. So, mal andere Perspektive, weil, tja, erster Platz war nix. Nee, da waren so viele Fußballer, also kleine Jungs. Ja, genau. Die wollten wir da jetzt nicht stören. Irgendwie. Genau, die sollten sich auf ihren Dings konzentrieren. Nachher schießt einer, kriegt den Ball ins Gesicht und bumm, das wollen wir ja nicht. So haben wir jetzt einen zweiten Platz, das heißt, wir müssen wieder komplett zurückfahren. Und so ist das manchmal. Hinter uns erkennt man vielleicht ganz leicht. Wir werden immer noch verfolgt von Pepper. Ja. Und das ist auch gut so. Ja, das heißt, wir fahren jetzt zum zweiten Platz. Dann ist es schon 7:30. Also wir werden nicht weiterfahren als erst gedacht. Reicht nämlich aus. Dann haben wir morgen so Pi mal Daumen noch 350 Kilometer bis Stockholm. Stockholm. So, Ampel ist grün. Wir fahren weiter. Und ja, mal schauen, wo wir dann ankommen. Ja, Abend wurde gerade gegessen. Ja, es war doch ein langer Tag. War ein sehr, sehr langer Tag. Wir haben es jetzt um... Achso, ich habe meine Uhr ja so eingestellt, dass meine Uhr jetzt komplett aus ist, dass es gar nicht mehr geht. Ach, da, die ist alle. Viertel vor neun, 20:46, drei Viertel neun. Genau, also wir haben noch lange gefahren, denn wir sind um... wann sind wir hier angekommen? So gegen... Ja... Naja... Kurz vor... Also so... Viertel vor acht, würde ich sagen. Viertel vor acht war das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das haben wir doch gerade gesagt, wann wir da angekommen sind. Ah ja, richtig, genau. Also die Uhrzeit habe ich doch schon gesagt. Stimmt. Ja. Also den Platz, den wir jetzt da gefunden haben, wie gesagt, den haben wir auch bei Park for Night gefunden. Das heißt, ihr könnt gerne mal runtergucken in der Infobox. Da sind auf jeden Fall die GPS-Koordinaten. Und wie gesagt, wenn ihr den Park for Night da öffnet, ich glaube, es gibt sogar einen direkten Link, den wir euch da reinpacken können. Mal direkt bei Park for Night, weil im Endeffekt jeder hat ja die App. Also warum sollen wir da jetzt umherwurschteln? Wir stehen auf jeden Fall nicht alleine. Zu uns hat sich nämlich, oder beziehungsweise wir haben uns zu einem Pärchen aus Dortmund gesellt, denn da sind auch zwei Fahrzeuge aus Dortmund. Also das ist ganz cool. Zwei Peiner und zwei Dortmunder. Also ist so wie ein Pärchentreffen. Die Deutschen kommen immer im Doppelpack, alleine haben sie Schiss. Genau, ist auf jeden Fall ganz witzig. Ja, ja. Es ist ziemlich ruhig hier, das ist okay. Ja, und eben gerade, beziehungsweise blenden wir euch jetzt gerade mal ein, haben wir noch eine schöne Aussicht auf den See. Ist ja hier kein Fjord. Richtig coole Aussicht. Wetter, so lala. Ja, es fängt jetzt wieder ein bisschen an zu regnen. Müssen wir dazu sagen, das erwartet uns wahrscheinlich die komplette Reise. Also inklusive Lofoten, inklusive Geiranger, alles was wir so sehen, könnte es in diesem Wetteraspekt sein. Nicht so wie wir Glück hatten 2019. Da war uns ja der Wettergott Petrus gewogen. Ja. Scheint diesmal nicht der Fall zu sein, aber es gibt ja kein schlechtes Wetter. Nur falsche Kleidung und die haben wir nämlich nicht dabei, sondern wir haben vernünftige Kleidung dabei und deswegen werden wir das auch hinkriegen. So, ja. Abgewaschen haben wir auch schon und dementsprechend werden wir jetzt ins Bett gehen. Genau. Und morgen geht es dann Richtung Stockholm. Gehe ich aber davon aus, das könnte eine neue Folge sein. Wisst ihr es auf jeden Fall als erstes, weil ihr merkt es dann. Und dann würde ich sagen wir jetzt mal gute Nacht und Abend. Ja. Und bis morgen. Bis morgen.
schöner Morgen, doch du darfst nicht ab. Guten Morgen, Sonnenschein. Wo ist er denn? Ja, ich sehe ihn nicht. Hier ist keine Sonne da. Ja, aber doch hier, guck mal. Ach ja, das stimmt. Unser Sonnenschein. Also Sonnenschein und Sonnenschein, also Sonne, Schein. So, Sonne und Schein, genau. Hast du geschlafen? Ja, sehr gut hier. War sehr ruhig, wirklich. Eine gute Ausruhposition. Also ich kann sagen, warum habe ich sehr, sehr gut geschlafen? Weil ich total müde war. Also ja, gut, wir waren so fertig von der ersten Nacht. Man muss ja vorstellen, wir sind gestern um 5:30 aufgestanden, damit wir die Fähre um 7:30 bekommen. Ja, das auch. Und auf der Fähre hat man ja auch nicht viel Action. Ne? Wasser, nee. Wasser, Wasser. Aber wir haben gut Karten gespielt und alles gemacht. So, wir sind schon mal so bereit. Ne? Also da steht schon eine Pfanne. Hier haben wir schon den Küchentisch gedeckt. Seht ihr jetzt alles nicht, weil es alles unter euch. Ihr müsst also einmal unten gucken. Er arbeitet für euch mit Essen. Ne? Genau. Ja. Und dementsprechend bereiten wir das vor. Gleich kommen Schwiegereltern. Denn wir wollen heute früh los. Es geht nach Stockholm. Und wir wollen uns ja die Stadt anschauen. Egal wie das Wetter wird. Wir haben tolle Ideen, die wir da machen wollen. Aber das verraten wir euch erst, wenn wir in Stockholm sind. So, und jetzt heißt es warten. Und noch ein bisschen die Nana Muscuri lauschen, wie sie den Sonnenschein begrüßt. Genau, so machen wir das. So, gefrühstückt haben wir, fertig haben wir uns gemacht. Wir wollen los nach Schweden. Aber bevor wir das machen, natürlich nochmal eine Message for you. Denn wie ihr vielleicht seht, haben wir unser Fahrzeug ein bisschen beklebt hier. Kommen Sie mal näher, ankommen. Ne? Auf die Internetseite bekommt ihr immer noch Informationen. Gerade nicht ganz aktuell, müssen wir ehrlicherweise zugeben, weil wir viel was zu tun haben. Aber das ist unser Logo, das Logo von Arebo Design. Amy und Antje, richtig tolle Arbeit. Jetzt ist es endlich so drauf, wie wir es haben wollen. Nicht mehr der große weiße Bobbel, sondern so soll das sein. Und ja, ihr findet uns bei YouTube, Instagram, Facebook. Falls ich das mal vergesse, dann könnt ihr es sagen. Und wir sagen natürlich ganz herzlichen Dank an Kleeis in Braunschweig. Richtig tolle Arbeit, Sven. Danke an dein Team. Danke an dir für diese richtig tolle Arbeit. Ihr habt es vielleicht bei unserer Instagram-Story schon gesehen, das, was auf Teddy hinten drauf ist, da blenden wir euch jetzt auch gerade mal ein Bild ein, das hat er mit entdesignt. Also richtig cool ist das geworden. Deshalb einen herzlichen Dank dafür. Und wie gesagt, es ist selbst bezahlt. Deshalb ist es eigentlich keine Werbung. Und selbst wenn es Werbung wäre, das ist es uns wert, weil es ist eine Erwähnung auf jeden Fall wert. Genau, also Kleeis in Braunschweig, Arebo Design in Rendsburg. Also wenn ihr da selber mal kreative Köpfe walten lassen wollt für euch, da seid ihr an der richtigen Adresse. Und für uns geht's jetzt nach Stockholm. Genau.